Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Ich habe den Martin und den Jürgen wieder am Start. Hallo. 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 So, warte, das brauche ich. Ein bisschen Yucca-Seed. Beziehungsweise Yucca-Juice. Seit ich ein Glas habe, mache ich den dauernd. Ja, macht auch hier recht viel Sinn. Es wirkt aber abführend, ja, das weißt du. Das ist nicht schlimm. Noch nicht die Erfahrung mitgemacht. Wow. Jetzt darf ich nichts trinken. Na gut, wenn ich gleich am Überhitzen bin, dann geht ja mein Durst sowieso relativ schnell runter. Also wird sich das, glaube ich, gleich relativ schnell erübrigen. Aber irgendwie. Achso. Fühle ich anscheinend jetzt auch wieder langsam. Was machst du da? Vergewaltigst du da deine Tastatur oder was? Alter. Der wollte auch mal draufhauen. Ich sehe es. Oder was heißt sehe es? Ich höre es. Das trifft's wohl eher. Jetzt ist er wohl vom Tisch gefallen. Den Schlag hättest du gehört. Was? Hättest du wieder hochgekrabbelt. Ja. Schnauft aber gar nicht dabei. Also die Maus lag unten. Achso. Wie hast du eine Hand zu halten? Oder hast du dich erschreckt und hast die Maus hinter dich geworfen? Genau. Das ist halt immer so das Problem, wenn du so Funkmäuse hast, ne? Dass du dann immer erst wieder suchen musst. Wenn du sie vor Hass gegen die Wand geworfen hast und die sonst wohin dotzt, ne? Ja, wo ist sie denn? Ja. Da hilft's auch nichts, eine Katze hinterher zu jagen bei der Maus. Ist halt einfach so. Die Katze liegt auf dem Sofa, also das kannst du nicht sagen. So. Ein bisschen weit vorgezielt, würde ich mal sagen. Weiß auch noch gar nicht, ob ich das so clever finde, den jetzt um 21:33 anzuballern. Den Fett Tony. Ich finde das clever. Bist du genauso clever wie ich? Ja, vor allem, ich weiß halt auch gar nicht, warum der kein Double Damage kriegt, weil gesensed bin ich nicht. Aber kriegt kein Double Damage, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Niemand hat da Hunger. Ich. Ja, auch, aber das war ich nicht. Vor allem Worst Case ist gleich, dass ich dann überhitze und nicht mehr rennen kann, ne? Der dann rennen darf. Alter, sag mal, hat irgendeiner mal mitgezählt, wie viele Pfeile ich in den geballert hab? Nee, wir sehen das nicht. Was ist denn auch von dir? Ja, jemand anderes ist nicht hier, außer wir beide. Weiß er nicht. Hast du deinen Schlafsack mindestens gelegt? Das war jetzt klar. Jetzt ist Nacht, ich bin aber überhitzt und er darf rennen. Jo. Und ich habe noch 25 Pfeile. Läuft. Schlecht vorbereitet, würde ich sagen. Ich sag mal, wenn du ja nur rückwärts läufst, geht's ja noch. Darf jetzt nur nichts mehr dazukommen. Kaktus, ouch! Aha, jetzt bin ich wieder undetected. Kann man ja auch mal verstehen. Ach, dann halt nicht. Leck mich doch am Arsch jetzt. 25.000 Pfeile in den reingeballert. Und jetzt? Nischt und wieder nischt. Hatte keine Honig, ja? Weiß ich nicht. Ich habe fast keine Pfeile mehr. Deswegen möchte ich es jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. So, mit meinem Hauptproblem gerade.
Irgendwie fehlt sie so ein bisschen an, an diesen kleinen Steinen irgendwie, um an Eisen zu kommen. Hm. Bisschen, das stimmt. Ist ein bisschen doof, oder? Ja, sind irgendwie weniger geworden. Na? Sind weniger geworden, finde ich. Gut, also ich bin froh, dass ich wenigstens nicht der Einzige bin, dem das aufgefallen ist. Hier ist jetzt auch nicht so die kleine Steinezone. Ja, eigentlich Nordelwald, ne? Ja, aber das ist doch nur so ein Wurzel hier. Na gut, ich kann ja das Stück rüberlaufen. Du hast beim Mittleren in der Wüste rum. Ja, deswegen sage ich ja, ich kann ja das Stück ja noch schnell rüberlaufen. Oh, Waffenteile. Wie toll. Oh. So. Ich habe immer noch diesen bescheuerten Kühlungseffekt und kühle immer noch nicht runter. Das nervt mich ja gerade. So. Aber hier im Nadelwald geht's jetzt. Wenigstens. Immerhin. Es lohnt sich übrigens auch wieder die Wood Frames zu verbrennen, ja? Echt? Ja. Weil du brauchst für die Frames ja jetzt bloß noch 2 Holz. Ja. Das ist 1,40, ja. Und wenn du einen Frame verbrennst, ist es 2,30. Achso, machst du halt quasi 10 Sekunden plus. Nein. 2 Holz verbrennen, 1 Minute 40. Achso. Ein Frame verbrennen, 2,30. Achso, 2. Ah, okay, jetzt. Sonst würdest du auch Minus machen. Ja, ansonsten wäre. Ja, ja, das ist mir, so, das ist mir selber gerade aufgefallen. Ich hab nur 50 Sekunden. Ich hab einfach nur gehofft, dass ihr das einfach ignoriert. Nein. Und dass es vielleicht meinen Zuschauern auch nicht auffällt, aber gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So, wo sind jetzt hier diese scheiß Steine, Mann? Ich halt. Dann hack ich halt Holz. So. Wird ja auch benötigt. Na? Jo. Weißt du, was das Beste an den Frames ist? Nein. Ja, hast du alle nicht produzieren müssen. Ja. ja, weil levelt, ja? Der also Martin hat dafür ja auch extra Quicker Crafting gemacht. Martin, ja. So. Wo ich schnell mal erwähnt habe. Ich habe mal so beiläufig ja mal schon wieder craften hier. Oh, wir haben schon einmal Meister. Das ist ja grandios. Nee. Doch. Oh. Bringt es was, wenn ich die Eier anpflanze? Nee, ja. Kannst du ja mal versuchen reinzustecken. Nein. Ah ja. Aber denk dran, erst die Folie. Ja. Oh Mann. Warum ist das so mit uns? Tja, wenn ich das gerade wüsste. Ist gerade gar nichts gewesen. Also wenn irgendwas war, dann war das mit dir im Kopf. Ach so. Gut. Dann ist ja gut. So. Bringt das was, wenn ich das grüne Brot esse? Nee. Bringt was. Ja, bringt eine Lebensmittelvergiftung. Ja, geht dann noch schneller zu sterben. Das kommt ja nicht mehr drauf an, oder? Das stimmt, da kannst du eigentlich auch das verschimmelte Brot essen. Ja, mach ich jetzt. Dann ist es wenigstens mal weg. Genau. Völlige Ausbeute von eh schon kranken Menschen in der Zombie-Apokalypse. Da, du kriegst nur ein verschimmeltes Brot. Du bist eh schon infiziert. Sehr gut. So muss das sein. Ja, sehe ich auch so.
3% sind eingeplant an Verlusten. Ja, ein bisschen Schwund ist halt immer, ne? Jo. Schön mit dem Jucker vollhauen, damit es so ein bisschen Stamina zwischendrin noch gibt. Ein Traum. Schafft man es auch zu überleben. Ah, so macht der Martin das ja auch schlussendlich die ganze Zeit schon. Ja. Ich meine, ich hatte Jucker, da hatte ich noch kein Wasser. Jo. Das freut mich. Und jetzt? Das hilft dir aber auch nur was, wenn du ein leeres Glas unterwegs gefunden hast, Martin. Das hatte ich. So ein kleines Glücksschwein. Du hast am Anfang ein Glas. Genau. Stimmt. Jetzt, wo du es erwähnst. Jo. Bus voll, leider. Ja, so ein Scheiß. Ja. Will ich denn mit einem vollen Glas? Kann ich überhaupt nicht voll machen. Auch ein leeres. Ja. Hab ich weggeschmissen, deswegen. Gute Idee. Ja, ne? Hat ja nur unnötig Platz weggenommen. Ja. Definitiv. Och, Martin. Clever, wie du immer so agierst, gerade am Anfang. Wenn wir den Martin nicht hätten. Hätte man einen anderen. Den Landclaim-Block setze ich auch gleich am Anfang. Einfach nur, um mein Territorium zu markieren. Ach! Damit du irgendwann mal weißt, aha, hier ist mal einer gespawnt. Okay, ich pinkel immer am Baum, aber es geht auch. Warum zu markieren? Ah, also machst du es quasi wie so ein Hund. Ja, genau. Das ist gut. Hier bloß beide Beine. Sehr schön. Oh. Was habe ich denn überhaupt schon wieder hier an Spikes? 65, ne? Das ist ja auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, gut abschütteln, wenn ich da muss. Sagst du ja. Deine brauchen wir nämlich noch. Ich finde total toll, dass ich mich jetzt wieder völlig hochgefuttert habe. Schon wieder so auf 75% quasi. Alles nur von diesem ganzen Juckerzeug zu futtern. Nur weil ich Stamina krieg. Jucker, wie du dann gegessen hast, bist ja gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Das kann man so nicht sagen. Weil schlussendlich produziere ich ja immer noch Spikes beiläufig. Ja? Wow. Keine Cobblestones mehr. Das freut mich.
Martin, ich habe keine Stamina mehr. Und jetzt? Ich habe auch gleich keine Eisenaxt mehr, also von daher. Was für ein Level bist du? Bist du schon fast Level 10, Martin? Nee. Warum nicht? Weiß nicht, ich glaube, die Infektion zieht mich runter. Ach so, okay. Der Paddy so ein bisschen. Ne? Ja, der zieht auch runter. Stimmt. Vor allem, glaube ich, hat er eingestellt, dass er von jedem Erfahrungspunkt, den wir kriegen, einen halben abkriegt. Prozente, ja. Ja. Genau. Vor allem, weil ich ja auch voll bei euch gerade in der Nähe bin. Ich habe nicht gesagt, dass du dafür in der Nähe sein musst. Ach so. Kann auch nichts dafür, dass ihr drei Level hinterherhinkt. Man muss ja auch mal gucken. Ich habe schon 23 Zombies getötet. Der Jürgen 10 und du 16. Martin, warum hast du schon 16 Zombies getötet? Weil sie hierher kamen. Das ist ja völlig ungewohnt von dir. Quasi. Dass du dir so eine Mühe gibst, Zombies zu töten. Gut, da war aber bestimmt auch die Hundehorde mit dabei, ne? Ja, da habe ich 4 Hunde getötet. Richtig. Ja. Oder 3? Keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Hunde getötet. Ja, zählt als Zombie-Kill. Also von daher. Das ist eigentlich ziemlich egal. Mal sagen. Weil doch da gerade irgend so ein Zombie. So, dann können wir das Gamma wieder runterstellen. So. Können wir hier noch ein bisschen die Axt runterprügeln, bevor ich jetzt da noch zurückkomme? Dann hat der Martin auch wieder ein bisschen Eisen, mit dem er was anfangen kann. Würde ich mal so sagen, ne? Was hältst du so davon, Martin? Hab nix. Ja, ich weiß, hauptsächlich Abstand. Ja, ist gut. Den Abstand hast du ja schon eingehalten. Stimmt. Oh, da oben ist so ein Feld. Weil das ist so ein komischer Farmer. Nee, nicht hat auch er noch Malz? Vielleicht. Das sieht aus wie ein Feld hier. Weißt du, was das Beste ist? Macht sogar gerade. Nee. Doch. Das hier in der Mitte muss noch ein bisschen. Da ist noch ein Hüppel. Sonst schnabbelt er sie. Ich wollte sagen, so langsam müsste ich den Zombie treffen, weil sonst wird es echt schwierig gleich. Fall endlich um, Mann! Oh Gott. Soll ich vielleicht mal was essen? Hat ja mit dem letzten Pfeil diesen bescheuerten Zombie getötet. Für eine Eisenschaufel. Toll. Bist du halt aber auch wieder wählerisch. Ja. Weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Wo höre ich hier doch so Zombies rumstiefeln? Naja. Also das heißt, wir haben jetzt da ein Feld, ja? Er tut sein Bestes. Der will mich verarschen, ne? Ja, wir haben sogar ein gerades Feld. Okay, ich korrigiere nochmal. Geht doch. Eieiei. Ihr seid wieder pingelig heute.
Ja. Ja. Wahnsinn. Doch nur daran, dass Freitag ist. Also mittlerweile Freitag, muss man ja so sagen. Oh, ich muss aufhören. Warum? Freitag habe ich frei, ich muss aufhören. So. Der letzte Stein ist wahrscheinlich hier. Komm, nur so ein bisschen Stamina hier, Mann. Für die 50.000 Jucker, die ich eingesammelt habe, sind gleich weg. Schon wieder alles zusammengegessen. Hm? Hast du schon wieder alles zusammengegessen? Naja, quasi. So, ich mache mich mal auf den Heimweg. Mal ein bisschen das Eisen einschmelzen und so. Gut, es gibt keins mehr. Naja, dachte ich mir. Hier oben war ja noch keiner. Oder vermeintlich noch keiner, sagen wir es mal eher so. Naja, schon mal gucken, wenn wir hier in Nestern vorbeirennen, ne? Wäre kein Fehler. Dachte ich mir mal so, ne? Mhm. So, dass wir hier dann noch so ein bisschen Golden Rod machen können. Oh. War noch ungelootet hier. Wahnsinn! Da auch. Okay. Naja gut, Leute. Wir beenden erstmal die Aufnahmesession hier. Also jetzt die paar Folgen hier. Und ich hoffe natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Part oder die Parts vielleicht zu bewerten, die ihr im Nachhinein vielleicht auch noch schauen werdet. Oh, guck mal da, da ist das gerade Feld. Oh. Guck mal da. Oh, hat er das nicht schön gemacht? Hat er das nicht schön gemacht? Ja, hat er schön gemacht. Na, macht er Moschee. Ja. Ah, Leute, wenn es euch gefällt, ne, hier, packt es in die Kommentare. Das wunderschöne gerade Feld von unserem lieben Jürgen. Vom Onkel Jürgen. Ach nee, das war ein anderer. Euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschüss.